Denn damit kommen wir eigentlich wie gerufen zur möglichen Alternative. Gibt es Wege zur ökologischen Produktionsweise? Um unsere Lebenssphäre so gut als möglich zu erhalten, müssen wir in Wirklichkeit, wenn wir es recht bedenken, contra naturam handeln. Warum? Weil das, was wir, man kann eigentlich eher, was bisher passiert, mit Marx beschreiben als Vorgeschichte der Menschheit und nicht als ihre Geschichte, weil sie als Menschheit gar nicht konstituiert ist. Als Menschheit ist sie nichts wert. Oder Sonntagsreden und dann die nächsten Massenverelendungen, Verarmungen, Vergiftungen, was da hänge was. Aber die Menschheit gibt es nur schwach. Ne? Immerhin, es gibt etwas. Es gibt die UNO, es gibt die UNESCO, es gibt Institutionen. Aber ihr wisst sie alle, dass sie alle letztlich machtlos sind. Das heißt, wir leben eigentlich noch in einer Art Naturgeschichte. Das ist noch keine menschliche Geschichte. Das sind jetzt wieder marxische Kategorien. Und was wir eigentlich machen müssen, wäre, mit dieser Naturgeschichte zu brechen. Also, dass wir jetzt aussteigen aus der Natur. Und dafür haben wir abstrakt gesagt, konkret bringt uns das zunächst gar nichts in die Tasche oder auf die Hand. Wir sind die Wesen, die im Unterschied zu allen anderen Lebewesen, die wir kennen, kann das sein, dass weit im Weltall noch andere sind, das ist nicht unwahrscheinlich, aber sehr gering wahrscheinlich nur, vielleicht eins zu, und jetzt kommt eine Ziffer mit 50 Stellen. Wir sind das einzige uns bekannte Wesen, welches verantwortungsfähig ist für das, was es tut. Wir können erst einmal die Natur erkennen, wir können die Folgen vorabschätzen, die unser Handeln auf unsere in der Natur situierte Lebenssphäre hat. Das nennt der Moore den Okeios von Oikos, das Haus. Das ist das große Haus, in dem wir überhaupt leben können, wenn man so will. Um unsere Lebenssphäre so gut als möglich zu erhalten, müssen wir den Kopf sozusagen noch herausstecken aus dem Naturschoß vollends. Wir müssen vollends geboren werden als das, was eigentlich unser Denken möglich hätte. Wir müssen eigentlich wirklich jetzt, wir müssen diejenigen werden, die denkend, sich verständigend, handlungsfähig werden, in einer Weise, die die Lebenssphäre erhält. Oder wenn man es ganz kühn sogar sagen will, mit Marx aus dem dritten Band des Kapital, die Oberfläche der Erde gehört niemand. Auch keine Nation, nicht einmal alle Nationen zusammen, können beanspruchen, ihr Eigentümer zu sein. Sie sind nur zeitweilige Besitzer und verpflichtet, das verbessert den Nachkommenden zu hinterlassen. Das ist eine ganz kühne Utopie und wir wissen heute, dass das wahrscheinlich für alle mal verschissen ist. Aber die Richtung wäre es so. Also, das wäre es. Mit unserem Kriegen, chemischen Vergiftungen, mit dem grenzenlosen Verwertungstrieb des Kapitals und dem Wachstumszwang des Kapitalismus stecken wir in der Naturgeschichte. Die tatsächliche menschliche Geschichte ist nur in immer wieder unterliegenden Teilsträngen der Weltgeschichte angefangen worden. Um in sie einzutreten, müssten wir mit unserer einzigartigen Möglichkeit ernst machen und Verantwortung übernehmen. Wir müssten nach der Einsicht handeln, dass wir als Gattung nur überleben, wenn wir in unsere Lebenssphäre uns auf eine Weise einfügen, die ihre Reproduktionsbedingungen und Reproduktionszeiten respektiert. Tja, die Tragödie der Arbeit, wie Labriola es nennt, und die Tragödie des Ökotops, unserer Lebenssphäre, sind die beiden Gesichter ein und derselben Tragödie.
Die mögliche geschichtliche Handlungsmacht ist nur im Rahmen einer politischen Strategie zu gewinnen, die beide Dimensionen verbindet. Aber ob sie dann möglich ist im Sinne von wirklich werdend oder wirklich gemacht werden kann, wissen wir nicht. Es sieht nicht gut aus. Aber mündend in die strategische Achse, die Marx in das Bild bringt, von der Gesellschaft, die so lange keinen Frieden mit sich selber findet, indem sie nicht gelernt hat, um die Sonne der Arbeit zu kreisen. Das klingt für heutige Ohren ungeheuerlich. Ja, aber genau so ist es. Müssten wir ergänzen. Die Sonne der Arbeit kreisen müsste die Produktion um die Reproduktion kreisen lernen. Ich weiß nicht, ob der letzte Satz verstanden ist, aber man kann ja mal darüber nachdenken. Also damit, wie gesagt, das ist nur eine Einleitung. Und eigentlich müsste es jetzt losgehen.